Wir werfen heute noch mal einen Blick auf die Überseecontainer mit Fokus auf die lange Kiste mit 45 Fuß. Und wir haben vorab berichtet, dass der 45 Fuß Container in der Regel einen langen Tunnel hat. Aber leider, wie das nun mal ist im Leben, es gibt immer Ausnahmen von der Regel, sprich den 45 Fuß Container mit kurzem Tunnel. Wieso, weshalb, warum? Zur Erläuterung mal wieder ein Rembrandt für Arme. Der 40 Fuß Container hat eine Tunnellänge von 3150 mm. Und die ersten 45 Fuß Versionen wurden schlicht und ergreifend hinten um 5 Fuß verlängert. Da aber sowohl der Reach Stacker als auch der Kran den 45er in den Corner Castings des 40er greift, kam es zu einer Disbalance. Ergo 2,5 Fuß vorne und 2,5 Fuß hinten. Balance wiederhergestellt, aber das war die Geburtsstunde des langen Tunnels mit 3900 mm. Nur 45 Fuß Container mit langen Tunnel können ausreichend weit nach vorne auf das Gooseneck gesetzt werden, um dann auf Fahrzeugen mit Frontausschub ordnungsgemäß gesichert und gesetzeskonform transportiert werden. Gesetzeskonform heißt konkret, beziehungsweise leider nicht wirklich konkret, 12.000 beziehungsweise 12.150 mm von Mitte Kingpin bis Container Ende. 45 Fuß Container mit kurzem Tunnel sind hinten immer länger als 12.150 mm, überschreiten somit grundsätzlich das maximal zulässige Maß. Und das gleiche Problem haben 45er mit langem Tunnel, die aber auf einem Fahrzeug ohne Frontausschub transportiert werden sollen. Das besagte Maß von Mitte Kingpin bis Containerende wird offiziell auch B-Maß genannt. Aber B-Maß ist leider nicht gleich B-Maß. Derer gibt es, wie bereits oben erwähnt, gleich zwei gültige Angaben. Wir kommen also nicht umhin, diesen Umstand in einem kommenden Beitrag von Krone TV tiefer zu ergründen.